So, guten Morgen, willkommen zurück zu Wolfenhain. Ja, ich bin immer noch hier. Ich glaube, ich habe gesagt, ich wollte leveln oder so, ne? Pff. Ist eh nur für Noobs, ey, leveln. Ich bin auch so über Pro High-Skilled. Apropos, kommen diese Haie eigentlich wieder, wenn man sie tötet? Und war es so klug, das jetzt zu tun? War das klug? Ne, ich glaube nicht, weil ich die falschen Waffen noch ausgerüstet habe, richtig? Richtig! Bin ich mir fast so sicher. Ja. Die hat nur eine Waffe. Ja, ja. Also mit Schwertern und scharfen Gegenständen gegen Tiere und dann mit den stumpfen Dingern schlägt man Leute tot. Genau. Merkt euch das mal, wenn ihr wenn ihr Amok laufen wollt oder so, ne? Und kann. Ich hatte doch dann noch so. Ach. Nee, ne? Fängt gut an! Und im Prinzip habe ich gar keine Zeit aufzunehmen, aber was soll's. Wer interessiert schon das echte Leben, wenn er auch spielen kann, ne? Ist viel besser. Ja, toll, Karussell. Da kommt mir das große Kotzen. Egal, ich habe doch diese Spezialangriffe. Machen die überhaupt richtig ordentlich Damage? Das ist ja relativ, was ist ordentlich, ne? Nee, du rüst mal deine Eule, komm. Ich brauche ordentlich Unterstützung. Oh, und. Oh nein. Wie ich es hasse, wenn sie das machen. Wieso gibt man einem Hai einen Hai-Biss? Das ist doch völlig unrealistisch. Und warum habe ich nichts, wo ich dagegen anwenden kann? Weil du faul bist und deswegen nie technisch hier, ne? Tränke machst und so, ne? Und dich auch einen Scheiß für deine Leute interessierst. Ja, ich bin ein echter Großkapitalist. Es hört mich alles ein Scheiß. Oh, warum ist das schon wieder so lang? Nein, 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 Göttergabe. 80 eines jeden fern. Okay, einer ist gleich tot. Nee. Können die irgendwie sterben mit hier, ne? Also an der Blutung, wollte ich fragen, technisch. Hat sie erledigt. Sie bei den Göttern 800 Erfahrungspunkte, Heizahn und Brunnenerreicht Stufe 8. Und da ist dieses Schissfrack, was wahrscheinlich nichts enthält. Hey! Oh, oh! Oh! Das Schiff ist mehr zu gebrauchen! Vermutlich halten sie noch die Klippen über Wasser! Was hat es denn geladen? Salz! Das haben die Fluten schon längst aus den Fässern gespült! Naja, ich seh mich trotzdem mal um! Schissfrack, die Fässer können noch auf dem vielfach geborstenen Schissboden verschoben werden, allerdings nicht mehr unbegrenzt. Zahlen über die Fässer geben an, wie oft sie noch bewegt werden können, bis sie sich in den zerstundenen Böden im Deck verkeilt werden. Das Schiff verlässt man über die S-Klasse. Gutes Erkunden. Also ich muss auf jeden Fall den da erstmal wegschieben und den. Nein, ich schüttel den Kopf. Den Stein kann ich gar nicht schieben. Ich muss also das da. Jetzt nichts Falsches machen. Haha! Ist günstige Fässer! Wo gibt's denn so etwas? Moment, was wäre passiert, wenn ich das Fass wieder nach vorne geschoben hätte? Oh Gott, ein Schloss. Das speichere ich doch lieber erstmal. Sonst verkeile ich es noch. Was? Ich kann ja nicht speichern auf dem Schiff. Lumpig. Naja, was soll's. Verstehe ich gar nicht. Bloß weil die S-Taste mit was anderem belegt ist. Hätte man nicht doppelt. Ja, war klar, ne? Nein, ich will nicht wieder an Bord meines Schiffs gehen. Das ist dasselbe Schiff. Hier fahren alle dieselben Schiffe. Das ist wie in Deutschland, da fahren auch alle dieselben Autos. Ha! Was gibt's denn außer 100 EP? 150 EP. Zwei starke Heiltränke, ein Magietrank. Jetzt geht's wahrscheinlich gleich unter. Alt-Esk. Esk!
dass du die vorhin unterdrücken wolltest und nicht ging. Und schön, dass sie sich selbst wieder heilen. Ja, jetzt will ich aber mal kurz was gucken. Was passiert, wenn ich hier so rausfahre und wieder rein? Ah, sie sind weg. Okay. Also, da oben konnte man auch schon durchfahren. Da haben wir schon richtig viel von der Demo. Keine Ahnung. Wahrscheinlich überhaupt. Da kommt doch mal 20 Stunden Spiel auf mich zu, ne? Ne, ist ja nicht Dezent, ne? Descent. Ach, wie auch immer. Wo ist hier überhaupt das Gasthaus? Ich muss mich mal hinlegen. Ich hab Kopfschmerzen und so. Nee, da ist es nicht. Da ist dieser Stachel. Schmied. Halt, Moment. Hatte ich nicht noch irgendwas, was ich da so abgeben konnte? Geil, was? Nein. Gibt's da keinen, ich möchte alle verkaufen, Knopf? Heizahn, rotes Wollknoll. Eine wollende Kugel schönsten Rots. Wozu? Wo hab ich die denn her? Und vor allem, wofür habe ich die? Ich habe noch einen Stachel. Auch gut. Ich verkaufe hier. Nimm. Erstick dran. Oder keine Ahnung. Wir könnten mal schlafen gehen. Ah ja. Ich muss das bezahlen. Gott, ich bin ein legendärer Held. Und dann kommt für eine Nacht. So, und jetzt geht's wahrscheinlich nicht, ja? Oh, was? Oh, die Hausordnung zählt eine eindrucksvolle Liste an Verboten auf. Wenigstens ist es gestattet, nachts die Augen zu schließen und gleichmäßig zu atmen. Zombiescan! Die Gäste mit Pedanterie drangsalieren! Aber nicht mal die Rätsel abdichten können! Hier zieht's doch irgendwo! Eine Waschgelegenheit. Wie praktisch! Okay. Wozu soll ein Seil in einer Schlafstätte dienen? Da fehlen mir gleich einige Möglichkeiten ein. Unter anderem ein paar sehr interessante. Okay. Das ist mein Schatz! Soll ich für den Wirt in die Zimmer fegen oder wie? Ja. Hier zieht es besonders! Hm. Herr Wunder, die Morschenland zerbröckelt hier schon! Wenn sie nur scharf anguckt! Oh, ich habe einen Heiltrank gefunden. Nehme ich doch gleich mit. Eine leere Lattenlücke. Eine saubere und adrette Kammer? Das sehe ich die Kammerpferde, der einen echten Abend oder zu nächtigen hat! So, nichts mehr hier. Katz, ach, den kann ich hier nicht ausruhen. Ja, doch, komm. Schlafen unseren Rausch. Kann ich jetzt nochmal neu? Nö, schade. Verdammt! Verdammte Entwickler, das ist, wie man alles denken müssen. Nicht mehr Bug-Using kann man hier betreiben. So ein Kack. Bin ich wenigstens voll ausgeruht, ja. Nö, das ist verbuggt. Kannst du nicht mehr heilen. Jetzt geht das nicht mehr. Du hast geschlafen, so. Oh Gott, ich will jetzt wirklich alle Haie töten. Besser wär's, ne? Krieg noch ein bisschen Erfahrung und so. Ja, es wird ein äußerst spannendes Let's Play. Merkt man gleich, ne? Ach komm, hau mal die guten Zauber raus, was soll's. Nee, Eule Truf wäre jetzt zu übertrieben, glaube ich. Haha, er hat mich verfehlt, ja. Nein, er hat Valdrada verfehlt. Bin ich Valdrada oder? Schwierig zu sagen. Ist man in einem Rollenspiel der Hauptheld oder auch die nicht ganz so hauptheldigen Helden? Und er gab dieses Satz, den ich eben gesagt habe, mir auch nur in mindestens irgendeinen Sinn. Was denkst du denn? Nein, es bleibt nicht gut. Erstmal zwei Stunden geguckt, ob das bleibt, bis ich gemerkt habe, dass es nicht bleibt. So, und ich will auch da oben lang. Oh, zwei, toll, ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Das ist kein Sarkasmus. Ich freue mich wirklich. Wirklich. Okay, jetzt habe ich den Witz, glaube ich, platt gedreht. Lieber wieder im schönen Ei. Ist ja schön, dass ihr einen Gebiss habt, ne? Aber geht damit zu eurem Zahnarzt und lasst mir mal ruhen.
Und ich will die Kämpfe nicht rausschneiden, nein, weil mit Avidemux schneiden jetzt nicht so das Schönste. Total unübersichtlich. Oh, die ist fast tot. Soll ich mal was gegen unternehmen? Och, Blödsinn! Die simuliert doch bloß! Simulanten will sie nur krank schreiben lassen, ne? Also nicht wieder mit muss hier, ne? Her, jetzt wollen wir hin. Jawohl, sie nehme ich wieder als letzte dran. Wie könnte es anders sein? Oh. Ich stelle fest, ich habe keine. Was ist das genau nochmal? Mana-Punkte? Ich sollte mir Dinge in Spielen vielleicht mal merken. Das würde die Spiele möglicherweise sogar einfacher machen. Ach. Niveau. Wo ist denn da die Herausforderung? Wenn sich Sachen merken, das ist doch. Das ist doch. Kann doch jeder. Ja, Heizahn. Und Stufe 8, Steinhagel. Klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Was ist da? Seht! Eine Nixe! Ich sehe vor allem, wo ihr beiden hinstarrt! Was? Ich? Merke dir, einfältiges Ding. Ein Paladin ist den simplen Genüssen abhold. So schreibt die Regel von... Ja, ja! Schreib das auf, Brunn! Und nagel es an der Mast! Ich lese es später! Geil. Er macht ein lustiges Stimmenspiel, Fremde. Sagt, wagt ihr auch ein Spielchen mit mir? Was für ein Spiel? Ein Rätsel der Wilden, der Wogen und der See. Entweder ein Herdank oder Blankfels. Ich nehme Felsen. Ich mag Felsen. Es ist so schön warm. Die freie See, ich spiele ich. Kenne deinen Herrn. Kenne keinen Herrn. Nur einen zolligen Aspekt. Den Namen hör ich gern. Oh Gott. Bespiele ich. Oh Gott. Ich glaube, das ist ein Rätsel. Lass mir nochmal hören, ne? Die freie See bespiele ich, kenne keinen Herrn, nur einen zollig Respekt, den Namen höre ich gern. Wind? Nein, Moment. Ach, wir versuchen es einfach mal. Oh, das war falsch, du bist tot, boom. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf Wind komme, aber... Ach, wie wenig kennst du mich? Blanke Fels wird von Wellen umtanzt, ja. Wenn man nicht speichern könnte, ich wäre in Rollenspielen gnadenlos verloren. Und auch in allen anderen Spielen. Ich verstehe gar nicht, wo die hingucken sollen bei der Nixe. Das funktioniert doch gar nicht, oder? Nur einem zollig Respekt, den Namen höre ich gern. Ja, die Frage lassen wir uns gleich nochmal anzeigen, weil sie so spannend ist, ne? Ich spiele, ich kenne keinen Herrn, nur einen zollig Respekt, den Namen hört ich gern. Ja, Ach komm, nee, hat... 6 Buchstaben! Genau. Ja, komm. In Shoring? Oh Gott. Das sollte ich jetzt wahrscheinlich wissen, ich weiß es aber nicht. In Shoring? Hä? Ach, Moment. Ach so. Ich dachte, das soll ein Gegenstand oder sowas sein. Toll. Shoring. An den Gott habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Natürlich nicht. Denkst du auch nie. Als Maul. So, wo war jetzt wieder Shoring? Oh Gott. Ja, Gott, nein. Das war jetzt schwierig. Vor allem, wenn man irgendeinen Gegenstand sucht. Oder beziehungsweise, ich suche keinen Gegenstand. Ich dachte, ich suche einen Gegenstand, so. Ich schreibe wahrscheinlich gleich seinen Namen falsch, ich kenn's doch, ich bin... Ja, bla bla. Gott. Ja, ich könnte natürlich auch 2 Stunden lang an dem Rätsel machen, aber da das ja ein Let's Play ist und... Ja, weil niemand 2 Stunden lang zuschauen will, wie ich da davor sitze, beschleunige ich das hin und wieder mit Tipps, ne?
sogar ein Freund der Wogen. Nimm mein Geschenk der See. Den Stein. Wogengünstlinge halten. Das wär's jetzt gewesen hier in dem Stein, ne? Du hast einen riesigen Felsblock aus dem Meer erhalten. Freu dich. Halt, Ausrüstung. Wogengünstling. Schwergeschwindigkeit. Was hat der so? Ja, dann gebe ich das der da, ne? Der da da. Die da da. Du da da. Kann ich die nicht wegschieben, die Klippen? Ich habe so ein großes Schiff, da kann ich doch einfach da platt fahren, ne? Gott, jetzt kommt diese komische Wahl. Habe ich dir in meinem letzten Let's Play überhaupt gezeigt? Nö, Honk, du zeigst uns ja nie was. So, wie haben wir den wieder platt gemacht? Was sind das für wieder natürlich Laute, die aus der Lichtferne tief empordringen? Das ist nur so ein Blauwal, komm. Du musst es ja unbedingt fragen, Jungchen! Moby Dick und so. Schmecke die Reinheit des Lichts, abscheuliche Fisch der Finsternis. Sieht jemand seinen Schwanz? Seine Trophäe wirkt auf Neid wie ein Schwarm! Schwamm. Schwamm. Schwarm. Du bist ganz schön neidisch, Schwarm. Ja. Ja. Was denn? Ja, apropos, hier, ne? Ich hab die Readme-Datei gelesen. Ja, ich lese Readme-Dateien. Stellt euch das nur vor. Wie kann er nur? Und da stand eine Taktik gegen den drin. Stand das in der Readme-Datei? Ja, auf jeden Fall in einer Textdatei, die beim Spiel dabei ist. Wieso schreibt sowas? Schreibt man sowas in der Textdatei? Ich lese die! Mensch! Bringt die was? Naja. Ein Analyse. Machen wir hier so. Lupschen. Wucht, Feuer, Schwäche, Klinge, Feuer. Wucht, Luft, meine ich. Ich halte besser mal alle und stell fest, dass ich keinen Mana mehr habe. Ich muss sagen, ich starte ausgezeichnet in einen Kampf. Ja. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie gut ich in diesem Kampf gestartet bin. Es ist schon unglaublich. Ja, doch. Vielleicht, das Ding könnte ich auch mal analysieren. Nein. Ignoriere die einfach. Tu es nicht. Es ist eine Falle. Ach, falsch angegriffen. Gott, hält der viel aus. Ich freue mich. Bin ich nur ein oder laden die so langsam auf? Hier, guck das mal an. Gott. Buch Feuer, Klinge Feuer. Buch Feuer, ja. Seine Stärke ist Feuer. Seine Schwäche auch. Das ist ein Feuer-Feuer-Dämon. Ja, das wird, glaube ich, nichts. Vielleicht soll ich erstmal hier so nochmal 10 Goldmünzen ausgeben, um zu schlafen. Oder vielleicht mal 20 Goldmünzen für neues Gehirn oder so. Ne? Kann ich da eigentlich auch pennen? Vor allem soll ich mir vielleicht mal merken, wie die Städte heißen. Dann würde ich bei einer... Ihre Sachen, du hast sie mir dann nicht abgenommen. Oh, vielen, vielen Dank. Ach so. Ach Gott, die hatte ich ja auch noch. Hm, irgendwas fehlt noch. Ah, da ist es ja. Geil. Und das letzte Stück ist für euch. Das habt ihr euch redlich verdient. Na, hoffentlich ist es nicht, dass er ein Herz setzt! Ich bin gespannt, was drin ist! Ist ja wie Weihnachten, oh Gott! Findet einen Kräutersud. Und da liegt doch etwas! Ein Heiltrank. Ja, ja, auch gut. Wir haben alles wieder zurück, alles. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich inmitten der kahlen Wände gelitten habe. Nun habe ich auch wieder innere Ruhe, meinen Mann ordentlich scheuchen zu können, dass er wieder aus besseren Beinen zur Potte kommt. Danke! Toll. Was sind das eigentlich für Dinger? Und dieser Spatz, das sind, Dings, Das sind Schwimmkugeln, und sie würden nur ausgelegt mit Seife absinken. Ich wusste das! Was sind das so für Piraten, die sogar ein Bottich plündern?
dumme Piraten! Wenn der Blitz was bei mitnehmen kann, ne? Doch, Besen. Yeah! Eine Piraten scheint die Sichel meisterlich geschärft zu haben. Noch ist doch auch was. Hängt alles wieder an seinem Platz. Pfanne könnte man auch zu einer leckeren Suppe auskochen, naja. Erstaunlich, was alles in einen Sack passt! Zum Glück sind unsere Rucksäcke genauso dehnbar! Hier war jemand unterdessen nicht untätig! Finger weg, der Krug ist frisch geklebt! Clear! Ups! Bitte, den können die immer. Der klopft da nur. Ist doch bekloppt! Viel Scherben! Jenny überfallen sie verdammten Piraten! Die Ackerball bleibt da natürlich auf der Strecke! Ja, da unten steht doch einer. Standest du schon immer da? Kuna, ach Kuna! Ach ja, richtig, da war irgendwas, ne? Ich hätte mir das vielleicht merken sollen. Na, was sei mit euch? Ach ja, da muss ich ja schon erst Olaf töten. Ich meine, ach komm, weil es so schön war. Ah ja. Okay, nee, Moment. Meine rote Wolle, juhai! Du hast mein heutiges Dasein endlich wieder in Sinn! Probier gleich mal aus! Ach, ist das schön! Hab vielen Dank! Vergiss die Belohnung nicht! Wir hatten eine Abmachung! Natürlich, natürlich! Warte einen Moment! Ich werde euch etwas ganz Besonderes geben! Hier! Es wird ein rotes Kleid! Ich mag mein knappes Blaues! Es wird ein roter Strumpf! Oder eine Bommelmütze! Fertig! Ihr habt euren Lohn, ihr Tapferen! Hält nein, als Sunas Wollmütze! Hey, ich hatte gar nicht was Unrecht mit meiner Bommelmütze! Aber Bommelmütze klingt cooler! Falls du das mit dem Kleid noch einmal überlegen willst, hänge ich hier einfach etwas hin, ganz unverbindlich. Ich mag mein Kleid! Rot. Blau. Was? Keine Erfahrungspunkte? Ach man, oh. Rot, blau und grün. Wenn ich geschickt wäre, kann ich sogar neue Farben mischen. Rot, blau, grün. Erinnert mich jetzt an RGB, ne? RGB-Farben. Ach nein, das war ja rosa, gelb, braun, ne? Wissen wir ja alle. So. Und wenn ich jetzt nicht total bescheuert bin, mach ich es einfach so. Apropos, was ist das überhaupt für eine Mütze hier, ne? Eine, die nicht besser ist. Ah, der könnte es tragen, ja. 66, 49, 66, 9. Ich mach das, glaube ich, mal so. Ich könnte auch mal neue Ausrüstung kaufen gehen. Lohnt sich das? Ratsche! Nein! Oh Gott, bin ich hier einkaufen? Ja, ja, schon klar. Bist bald Milliardär, ich weiß. Filzkappe. Einmal weg. Weiß ich, kann ich das Zeug noch brauchen? Ja, ich hasse Rollenspiele. Ich stehe dann immer davor und überlege mir, brauche ich das vielleicht noch? Ja, so spezielle Sachen verkaufe ich eh ungern. Wie viel Kohlen habe ich denn überhaupt? Oh Gott, ich bin so arm. Ach, ich soll irgendein anderes Rollenspiel spielen. Eins, wo ich ganz viel Geld krieg, wie, keine Ahnung. Gothic 3. Da liegt das Geld ja förmlich auf der Straße. Vorausgesetzt, man schlägt genug Leute tot, ne? Was denn? Nochmal! Ich würde das erst machen, dass man das 2 Stunden lang machen muss, bevor man dann endlich mal rüberkommt. Ja, jetzt komm schon. Lass doch von einem Wal nichts erzählen hier, ne? Ich meine, hallo? Ist ein Wal. Ja. So dunkel ist es da unten auch wieder nicht. Also, glaube ich. Ah, ich habe den falschen angegriffen. Ich hole erstmal meine Eule. Greif erstmal. Alles raus, was da ist. Obwohl, eine Brunst sollte ich vielleicht nicht aufpassen. Der hat nur begrenzt, nein, der muss auch noch heilen, wollte ich sagen. Begrenzt sind sie alle irgendwie. Ich könnte geradezu sagen, beschränkt.
bei meiner Spielweise. Ach komm, hau raus. Ich könnte auch ein bisschen mehr Tränke benutzen. Ach, mit Tränken kann's ja jeder. Das wird jetzt ein No-Item-Run. Ich benutze keine Items mehr. Oh Gott. Ich bin so verrückt, du machst es am Ende noch. Halt, falscher Gegner. Ach, scheiß drauf. Ich brauch einen neuen Heilskill. Irgendwas, was richtig heilt. Nee, ich will einen Heilskill, der nicht heilt. Deswegen sag ich's ja. Ich krieg da mal einen totalen Unsinn. Der noch weniger Zusammenhang ergibt, wenn man mich, ich bin, ich mich bin. Oder so, ne? Hör mal auf damit, mich anzugreifen. Na, geht doch. Und jetzt greifen wir den an. Nein, wir greifen ihn nicht an. Wir gucken ihn nur an. Wir schauen ihm böse ins Gesicht. Göttergabe, lindernde Aura. Und mir geht gerade die Mana aus. Oder was auch immer das ist. Der hat wahrscheinlich noch irgendwie 500.000 Lebenspunkte. Wahrscheinlich. Naja, und er schlägt daneben. Güldengabe, ne? Das ist nicht so. Dinge. Erneuert 80, das ist ein bisschen zu viel. Raune. Nein. Läuft ja nicht weiter, das Spiel. Oh, wir haben Zeit. Und ich hab. Eichhörn. Erneuert roh gegessen. 50 HP. Ein Eichhörnchen, ja. Beiße den Kopf ab. Das tut gar nicht weh, komm hier. Ja gut, dann schluck mal halt mal was, ne? Schmeckt zwar bitter, aber Medizin ist immer gut, ne? Ja, so langsam sollte ich mich mit der Heilung mal ein bisschen beeilen. Aber er schlägt wenigstens. Bist du bescheuert? Oh. Wir schauen mal, wie viel HP hat er denn noch. Zu viele, ne? Oh, die Hälfte habe ich schon runter. Klinge und Feuer, ja. Toll. Soll ich denn das Feuer hernehmen? Soll ich mir aus dem Arsch ziehen? Versuch's doch mal! Ja, 5, boah. Ich kann's gar nicht beschreiben. Aber ich kann ja dreimal draufschlagen. Immer feste drauf. Dann. Ich darf nur nicht aufhören zu heilen, weil dann habe ich ein Problem. Und 5 Schaden, jawoll. Das ist irgendwie schon fast ein bisschen lächerlich. Nur ein bisschen. Ich könnte ihm auch nochmal einen Trank geben, ne? Dann würde er ja nicht wirklich. Ach, ich glaube, ich mache das so weiter. Das läuft doch ganz gut. Jetzt habe ich überlegt, was mache ich denn mit der? Greife ich an. Naja, scheiße, ist halt diese Fähigkeit ja nicht mehr, ne? Weil er ja über hier, ne? Ah, jetzt hat er sie wieder. Hm. Könnt ihr eigentlich mit dem Oma angreifen? Jetzt werde ich wahrscheinlich sterben, ne? Aber was soll's? No risk, no fun, ne? Und Brunnen, ach ja, Brunnen hat ja diesen Gegenstand, ist dadurch 10-mal schneller.